hier. Oha, warte, jemand hat hier eine Notiz liegen lassen. ETZ-Wald, besessenen Energie, Fragezeichen, Rotlegion, Brian. Wer ist Brian? Rotlegion Psionen. Hüter, es kamen beunruhigende Berichte aus deinem Gebiet. Es ist die Rede von Kabalen mit neuen Kräften. Sehr verdächtig. Wir halten Ausschau nach ungewöhnlicher psionischer Energie in der Nähe. Genau das tun wir. Das tun wir. Und da haben wir auch schon unseren ersten Treffer. Übrigens, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Destiny 2. Ich bin immer noch Unika und hier ist wieder so ein Typ. Schützt ihr den Centurion? Schützen? Oh nee, dann bitte sammeln nicht. Sammeln sie die besessenen Energie. Noch nie. Aber wie? Nicht schon wieder. Rotlegion-Psionen sind schon schlimm genug, doch mit besessenen Macht. Seit wann teilen sich die Kabale und die Besessenen ihre Spielzeuge? Das können wir später rausfinden. Erstmal müssen wir die Quelle dieser Energie finden. Zuerst kam... Nicht gut. Oh, wollt ihr mich verarschen? Die besessenen Energie nimmt zu. Bestimmt geht sie an Psionen im ganzen Gebiet. Wenn das stimmt, könnte das eine unvorstellbare Schattenplage über uns bringen. Dam, dam, dam. Cora, du jagst ihnen ja Angst ein. Was ist denn hier los? So, jetzt komme ich ja endlich auch mal zum Reden. Was ich sagen wollte, jetzt zuerst kamen die Besessenen hier mit ihren dämlichen Schilden. Dann meinte Bungie, sie müsste jetzt unbedingt den Gefallenen die gleiche Macht geben. Wobei das jetzt nicht so schlimm ist, finde ich. Und jetzt kommt natürlich auch noch die Kabale an und denkt sich, na, wir wollen auch ein Stück vom dicken, fetten Kuchen ab. Nur unseres soll viel besser sein, so dass die Psionen nicht mal in der Nähe von uns stehen müssen, um uns zu schützen. Aber es wird wahrscheinlich so oder so nicht ins Endgame kommen. Es wird wahrscheinlich nur diese Mission wieder sein. So wie bei den Vex. Die hatten ja auch so ein Schild. Nur der war schlimmer. Moment, ist das einer? Ne, ist ein Einschlag Centurio. Der interessiert mich jetzt im feuchten Furz. Ah ja, da hinten ist der letzte. Sieht so aus, als würde der Kollege hier auch schon Jagd auf sie machen. Aber wenn der ihn erledigt, fühlt sich nicht gut. Oh, hast was Falsches gegessen, oder? Ja, das kenne ich. Ich habe auch was von dem Zeug gefuttert. So, das war aber nicht der Richtige. Huch. Okay, der ist schon down. Toll, jetzt... Oh, geil, jetzt darf ich wieder dahinter rennen. Es freut mich jetzt wirklich, wirklich sehr, dass ich jetzt wieder dahinter darf. Kommt mir so vor, als würde die Mission gerade zu 90% andere Spieler machen, weil ich hier 10 Jahre brauche, bis ich da hinkomme. Ach nee, jetzt ist er hier neu gespawnt, weil den andere Spieler gekillt hat. Ach so ist das. Ich hab's. Jetzt verstehe ich den Standpunkt des Centurio. Aber wir müssen in den Wald. Oh, warum habe ich mir das gerade nur gedacht? Keinen Bock, von einem fiesen, besessenen Schattenbaum gefressen zu werden. Du kommst doch gar nicht mit. Was genau ist mit dir auf Nessus passiert? Wurden sie schon gefressen? Nein, sie wurden noch nicht gefressen. Aber Vorsicht ist geboten. Wir wissen nicht, was in diesem Wald lauert. Ich schon. Ich verwette meinen Glimmer auf etwas Großes und Besessenes. Das Portal ist mit dem Wald verbunden. Die Psionen haben es öffnen können. Das ist dann wohl eine ganz sichere Wette für dich. Tja, war nett, dich gekannt zu haben. Hallo? Kate. Ah, Moment. Ach, hier sind wir. Ich dachte mir jetzt schon so, hä, bin ich jetzt aus dem Spiel rausgefallen oder was ist hier los? Weil ich plötzlich so alles dunkel und so, voll weggeflasht und ich sehe nichts mehr. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das öffnen konnten. Ich meine, oder... Dass die Besessenen ihnen helfen, das ist einfach nicht vorstellbar. Aber na gut. Hey, du hast ein Schild, ne? Naja, hochinteressant. Das sind deine Psion-Kumpels. Weißt, eigentlich sind die saudumm, die Psions. Warum zeigen die sich denn bitte? Hast du das gesehen? Er war betäubt, als wir seine Psionen erledigt haben. Trennt man ihre Verbindung, hat das Auswirkungen auf den Host. Interessant. Bin ich der Einzige, der keine Ahnung hat, wovon ihr redet? Ja. Ich finde das gerade nur zu lustig.
Wechsel zu neuen Horst. Kommt mir es nur so vor oder ist es eigentlich genau das, von dem ich im letzten Video noch geredet habe? Von den Kabalen, die die Besessenen irgendwie kontrollieren können. Ich glaube, es ist genau das, von dem ich gesprochen habe. Da bin ich mir fast sicher. Sieht man jetzt schon wieder. Okay. Hätte jetzt nicht gedacht, dass sie mit dem Wald noch mehr anstellen. Obwohl, eigentlich war es wahrscheinlich... Okay, das sind mehr Kabale, als ich erwartet habe. Sie stehen wahrscheinlich nicht darauf, dass du in ihre magische Festung eindringst. Doch, das tue ich. Sorry. Ich war irgendwie so fasziniert von, weil er Festung gesagt hat, da muss ich einfach mitsingen. Okay. Ah, bin ich ja gerade noch perfekt große weggekommen. Besessenen Kabale. Große besessenen Kabale. Ein Koloss. Natürlich. Der ist doch gar nicht besessen. Wir arbeiten dran. Oh nee, der. Oh Gott, der ist auch geschützt. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Wie soll ich da durchkommen? Spiel! Das ist gemein. Meine Erholung ist gerade nicht so gut, weil ich diese Rüstung trage. Weil ich hasse die so sehr mit diesen komischen Railguns. Das dürfte ja gestunt sein, ne? What? Ich doch verarschen. Oh, der hat anscheinend schnelles Internet, wenn er so schnell zu einem neuen Router wechseln kann. Oh, natürlich, okay. Das ist natürlich jetzt schon ein spannenderer Fight. Ich verstehe das nicht. Sind es jetzt Besessene oder sind es nicht Besessene? Weil sie leuchten auf jeden Fall nicht, aber die haben gerade gesagt, dass es Besessene sind. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Was ist das jetzt eigentlich? Sind sie besessen? Sind sie nicht besessen? Okay, mach mal den. Tut mir leid, wenn ich gerade irgendwie nicht so super gut am Kommentieren bin. Bin gerade nur so ein bisschen auf den Kampf. Abgesehen. So, ich weiß gar nicht, was das hier eigentlich bringt von denen. Ich glaube, in dem Feld bin ich nur langsamer. Und das war's. In anderen sind so zur Zerstörung dieses Zeugs hat's gar nicht. Ich dachte gerade ernsthaft, ich muss sie zerstören, um ihn verletzen zu können. Das war ein guter Schuss. Hä? Wie jetzt? Jetzt für ein Käse. So, es geht tatsächlich um alle davon. Okay. Ich dachte jetzt eigentlich, die Kleinen sind nur so Flashmobs, die man einfach weghauen muss. Aber nur gut. Wir haben es geschafft. Alle weg. Das wirft die Legion zurück. Geschieht ihnen recht, wenn sie sich mit Dingen anlegen, die sie nicht verstehen. Damit kennst du dich ja vorzüglich aus. Komisch. Ja, gut gemacht. Wenn dieses Untier mit den Psionen entkommen wäre, hätten wir es nie aufhalten können. Und ich hätte nicht meinen Wettgewinn einheimsen können. Was Großes und Besessenes, hab ich doch gesagt. Ja, gut, nee, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob waren es Besessene, waren es keine Besessenen. Eigentlich waren es ja keine Besessenen. Sie, vielleicht, keine Ahnung, ich bin verwirrt. Es waren halt Kabale, die halt diese Schutzfähigkeit benutzen konnten. Aber sonderlich besessen haben die mir jetzt nicht ausgesehen. Aber na gut, ne? Dann würde ich sagen, wir beenden das Video jetzt hier an der Stelle.
Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüssikowski, goodbye. Yo, DJ, put a needle back to the record, baby, and give me this right now.